So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part des FIFA 13 Let's Plays mit mir, Monsieur LeBanc. Und in diesem Part, oder bevor ich jetzt die meisten FIFA-Parts anfange, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr FIFA-Points sucht, könnt ihr die in den Links in der Beschreibung kaufen. Damit unterstützt ihr mich auch finanziell und das wird mir sehr, sehr viel bedeuten. Ansonsten, was gibt's zu erzählen? Ich bin abgestiegen in Liga 2 aufgrund diverser EA-Server-Abstürze. Aber gut, Liga 2, neue Saison. Was war das denn? Ich hole mir eben die Meisterschaft in Liga 2. 10.000 Münzen heißt das dann explizit für mich. Und ich habe ein paar neue Spieler. Beispielsweise Mario Balotelli. Ja, ich weiß, ich finde Balotelli ohne Scheiß. Ich finde Balotelli eigentlich richtig, richtig cool. So vom Styling her und so weiter und so fort. Also, er ist ein cooler Typ. 84 Pace, 82 Schuss, 84 Dribbling, 4 Shannon Skills. Ein echt dufter Kerl. Und sonst. Ja. Gibt es eigentlich nichts viel zu sagen und ich habe, glaube ich, noch jemand neuen. Genau, statt Sinclair habe ich mir Gervinho geholt, weil, keine Ahnung, Sinclair, der hat mir auf Dauer nicht so gut gefallen und Gervinho ist einfach the forehead, also diese mystische Stirn von Gervinho, die ist einfach nur Job du sel, die muss man einfach nur gern haben und dementsprechend, ihr seht, ich bin abgestiegen in Liga 2, hier, Moment, da, zack, und ich werde mir jetzt 17 Punkte holen, ganz schnell, die Meisterschaft sichern, 10.000 Coins für mich und ich werde jetzt das Fundament dafür auslegen. Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Und, Bielsa-Team, okay, alles klar. Bam. Ja, gut. Und Bielsa-Team, bin schon gespannt, was für ein Team das ist von dem Typen. Ich habe gestern oh, Offenstelle, nice. Oh, mit Balotelli. Der hat Hazard und spielt dieselbe Formation wie ich. Und hat Touré. Also, man kann sagen, er hat ein besseres Team als ich. Ich meine, er hat Joe Hart noch im Tor. Vincent Kompany. Gael Clichy. Nasri. Yaya Touré. Juan Mata auf ZM. Oh, oh, das verspricht ein spannendes Spiel zu werden. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überhaupt gewinnen oder lebend hier rauskommen. Aber, ja gut. Gibt halt Leute, die sogar noch freakiger als ich sind. Kaum zu glauben. Aber gut. So, jetzt erstmal hier auf hoher Druck. Und vielleicht hört ihr schon raus, ich habe den Kommentator umgestellt. Ich habe ihn nicht ausgemacht, aber ich habe auf den französischen Kommentator umgestellt, weil da gab es doch irgendeinen Freund meinerseits und der meinte eiskalt, ja, der französische Kommentator aus dem FIFA einfach nur Job du sel. Da dachte ich, muss ich mal ausprobieren und was sagt ihr dazu? Zum französischen Kommentator. Ja genau, französischen. Oh, warte, okay. Ich dachte, du hast ein bisschen bessere Longshots raus. Was ist los mit dir, Black Man? So. First Touch Control haben wir jetzt hier gerade gesehen. First Touch My Ass. Aber gut. Zu Valencia möchte ich noch eins sagen. Valencia ist ein unglaublich krasser Spieler. Also ich mag Valencia richtig. Und das liegt einfach nur daran, dass Valencia so einen so präzise Flanken schlagen. Das ist unglaublich, was Antonio Valencia für präzise Flanken schlägt. Hier in Ultimate Team oder in FIFA allgemein. Das ist unglaublich. Der bringt die Flanken genau auf den Kopf. Der bringt die so präzise wie sonst was. Und Valencia harmoniert besonders gut bei mir mit... Marin. Harmoniert bei mir besonders gut mit... Torres zusammen. Und jetzt habe ich mir Balotelli geholt. Das ist das erste Spiel, was ich mit Balotelli by the way spiele. Und da hoffe ich einfach mal, dass der Balotelli... auch mit Valencia recht gut harmoniert. Und Gervinho ist, by the way, auch ein echt cooler Spieler an sich. Also ich finde ihn schon besser als Sinclair. Sinclair hatte halt auch 89 Pace, aber Sinclair war halt so verdammt langsam irgendwie. Nicht langsam, aber so verdammt körperlich schwach. Und Gervinho ist halt noch Kopfballschlag dazu. Und Balotelli, geil. Nice. Mario Balotelli. Und ich, wenn ich jetzt gleich noch eine Bude mit Balotelli machen sollte, dann werde ich natürlich den Balotelli Torjubel machen. Den müsst ihr euch, by the way, kaufen. Stichwort Torjubel. Die meisten Torjubel, die ihr mit der R1-Taste entfacht, triggert, die meisten Torjubel mit der R1-Taste triggert, kann man, oder muss man sich eigentlich eher kaufen. In diesem komischen EAFC, oder EAFC war richtig, ne? In diesem EAFC-Laden. So, das habe ich natürlich predicted. Und seht ihr, das ist eine der Situationen,
Wo man perfekt gesehen hat, dass FIFA auch etwas mit Antizipieren zu tun hat. Boah, Brad Friedel. Ich habe ihn, glaube ich, gepimpt. Glaube ich. Ja, habe ich sogar. Weil ich wollte da mal so eine Torwart alles plus 10 Karte ausprobieren. Und da habe ich mir gedacht, komm, kannst du Brad Friedel mal ein bisschen pimpen. You got to pimp my ride. Und Valencia. Valencia startet durch. Auf Balotelli, Balotelli. Oh, Balotelli, Alter, der rusht durch die Verteidigung durch. Und jetzt gebe ich euch mal ein Kurzspiel von Valencias Flanken. Seht ihr, die wäre perfekt angekommen. Aber ich habe da einen Fehler gemacht. Der zieht. Ich weiß nicht, ich mache allgemein so kleine Flüchtigkeitsfehler und die kosten mir am Ende dann immer den Sieg. Wisst ihr, letztens, beziehungsweise gestern Nacht, ich war zur Halbzeitpause, werde ich definitiv mein Handy auf Stumm stellen. Aber zur Halbzeitpause war ich so geflasht. Nicht zur Halbzeitpause, vor dem Spiel. Ich war einfach so müde. Und das hatte dann irgendwie zur Folge, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich die roten Trikots anhabe und nicht die ganze Zeit permanent nach rechts gedrückt habe, weil ich dachte, ich komme von links. Und dann habe ich ein Eigentor mit meinem Torwart gemacht. Und am Ende habe ich gecheckt, hä? Juan Friedl ist ein Eigentor gemacht. Ah, das bin ich. Ja, das ist so krass gewesen. Ich war so mega geflasht. Und einfach in meiner Welt. Ich glaube, ich war halb am Schlafen, aber trotzdem. Ich habe auch mega schlecht habe ich nicht gespielt, aber ich habe einfach immer dieses Pech. So, oh mein Gott, der hätte auch sitzen müssen. Osama Asaidi, ohne Scheiß. Es war nur 78 Rating, hat zwar nur eine Gesamtstärke von 78, doch, genau. Aber der Typ ist so, boah, El Bombo. Kann ich euch nur empfehlen. Also, 5 Sterne Skills natürlich. Recht schnell, recht pacey und der hat einen echt guten Vollspannschuss. Der Finesse-Shot, naja, okay. Ganz okay. Oh, nice. Nice abgebockt. Schön antizipiert. Aber das war's auch schon. Ne, nicht, das war's auch schon. Der Vollspannschuss ist um einiges stärker und um einiges besser. So. Und ich glaube, macht euch mal ein Bild von den Kommentatoren. Ich weiß nicht, soll ich den Kommentator ganz ausschalten? Oder soll ich noch ein paar. Okay, jetzt ist der perfekte Augenblick, um. Da. Auf Stumm zu stellen. Ich weiß nicht, oder soll ich in den nächsten Parts mal ein paar andere Kommentatoren laufen lassen? Nebenbei, ich habe keine Ahnung. Also die Französischen, ich finde den Französischen eigentlich echt cool. Muss ich echt zugeben. Also ich finde den nicht schlecht. Der Französische hat schon was, der französische Kommentator. Aber schlecht. Aber ich hätte gerne den Yaya Touré, by the way. Anstelle von Milner dann. Aber, Wengerhänger, scheiße. Oh, Balotelli. Der Typ hart am Contain, aber naja, passt schon. Was macht der da? Holst du die einen runter oder was, du Kunstbanause? Das gibt's ja nicht! Himmel! Donner, Kreuz, Gewitter. What? Aber, genau, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich hätte gerne Yaya Touré. Wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die ich brauche, nur zu, Leute. Mit mir kann man erstens verhandeln. Zweitens, ihr könnt mir etwas Gutes tun. Ihr könnt mir die Spiele auch schenken. Aber ich gebe euch mal jetzt zum Beispiel ein paar Spiele, auf der ich noch, nach denen ich noch suche. Meine Innenverteidigung, mit der bin ich eigentlich recht zufrieden bis jetzt. Vielleicht werde ich ja später noch ein paar Updates unternehmen, wie zum Beispiel in Company reinnehmen, Vincent Company. Ansonsten. Für die Linksverteidigerposition bräuchte ich noch anstelle von Swanton Gelb Clichy. Wenn jemand hat. Dann bräuchte ich Hugo Lloris, Peter Cech oder so. Irgendeinen guten Premier League Keeper, den ich dann mit Brad Friedel reinpacke. Also wenn ihr irgendwelche von denen habt, also Lloris, Peter Cech, Pepe Reina, irgendwie so einen von denen. Ihr wisst wohin damit. Nicht auf den Ablagestapel. Aber oh, toll, 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 Marin. Oh mein Gott, das war wunderschön, Balotelli. Marin mit dem Kopfballtor. Für meinen Aschken. Und, Was brauche ich noch? Ich glaube, das war's. Rechtsverteidiger Position bin ich soweit fertig. Yaya Touré bräuchte ich noch, wie gesagt. Yaya Touré. Anstelle von Milner dann. Weil mit Milner bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so zufrieden. Aber einfach war der ganz cool, aber mittlerweile, naja. Und wegen Situationen wie dieser jetzt zum Beispiel.
Und sonst war es das eigentlich. Ja, yep, sonst war es das. Vielleicht ZOM zu ZM-Karten bräuchte ich auch noch einige. Und sonst. Ich denke gerade nach. Sturm habe ich jetzt eigentlich. Sturm bin ich auch sehr zufrieden. Nani brauche ich noch, aber den will ich mir dann selber bald kaufen. Und das war's, dann bin ich eigentlich so weit so durch. Da habe ich das Team fertig. Ja, dann bin ich eiskalt fertig. Also ich brauche nicht so viele Spieler. Ich brauche halt noch einen richtigen guten Torwart. Einen richtig guten Torwart. De Gea ist ganz okay, aber nicht so richtig gut. Dann brauche ich, wie gesagt, noch für die Linksverteidigerposition Gael Clichy. Yaya Touré wäre cool. Nani, den hole ich mir aber selbst. Und das war's, mehr gibt's noch nicht, krass. Den Rest habe ich alles. Heftig. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie irgendwas von denen habt und nicht braucht oder verhandeln wollt oder mir für einen günstigeren Preis anbietet, nur zu, immer wieder gerne. Mit mir kann man eigentlich ganz gut verhandeln. Nein, eigentlich nicht. Ich bin Türke, mit Türken kann man nicht verhandeln. Ja. Und das wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Und dann bin ich mit meinem Premier League Team fertig. Und da kann ich mich um andere Teams kümmern. Ich will beispielsweise noch ein 5-Star-Skiller-Team bauen. Wahrscheinlich dann wieder Brasilien, weil die Brasilianer haben halt die meisten 5-Star-Skiller. Boah, Valencia, eiskalt, seht ihr? Nichts trampen, ich brauche nicht zu trampen. Und der hat, glaube ich, der ist jetzt abgehauen. Oder nee, Balotelli-Jubel. Der Balotelli-Jubel. R1 und hoch rechts. So geht der. Episch. Okay, der haut, glaube ich, ab. Oder? Ja. Ja, finde ich recht schade. Wird dann aber oder ist dann halt leider eine Kurzepisode. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin, wie gesagt, noch krank. Und natürlich kommt dann morgen oder so wieder ein Part. Keine Sorge, ich werde versuchen, richtig schöne Videos jetzt für euch rauszuhauen, auch wenn ich krank bin. Und wie gesagt, ich würde mich sehr über Support eurerseits freuen. In Form von, Daumen hoch. Nee, Daumen hoch. Ja genau, erstmal, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kleiner Klick für euch, mit einer großen Wirkung für mich. Und wenn ihr irgendwelche PSN-Cards oder Microsoft Points kauft, dann macht die mal bitte über den Link in meiner Beschreibung. Weil damit unterstützt ihr die Pack-Openings meinerseits. Ja. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Euer LeBeng. Tschüss.